So, heute wollen wir uns über das Admiralitätsrecht wirklich unterhalten. Und das heißt auf Englisch das Admiralty Law. Und da muss man nochmal einen kleinen Rückblick zurückwerfen auf das Vertragsrecht und Treuhandrecht, worüber wir die letzten beiden Male gesprochen hatten. Denn das spielt auch in der Admiralität eine wichtige Rolle. Aber es hat dort eben Besonderheiten. Also unter dem Vertragsrecht ist es wirklich so, dass niemand gezwungen werden kann, irgendetwas zu tun, oder eigentlich unter dem Naturrecht, wozu er sich nicht einverstanden erklärt hat. Und heute operieren Regierungen und Staaten eben unter der Annahme, dass die Menschen einverstanden sind mit der Rechtsform, die vorherrscht, ganz einfach deswegen, weil sich die Menschen so verhalten und mitmachen, mitziehen, keinen Einspruch einlegen, ja, oder das ganz einfach ignorieren. Ja, wenn ich nicht gebunden sein will an etwas, dann ignoriere ich das einfach, weil es kommt gar nicht mir wirklich in den Gedanken, dass ich mich gebunden fühlen sollte bezüglich einer bestimmten Handlungsweise. Erst wenn ich das Gefühl habe, dass ich etwas vorhabe zu tun, was möglicherweise nicht richtig ist unter irgendeinem Recht, dann habe ich ja latent das Gefühl, dass dieses Recht sozusagen eine Autorität für mich darstellt. Und dann muss ich mich dieser Autorität auch insoweit beugen, als ich eine ganz bewusste Entscheidung treffen muss, ob ich jetzt gegen dieses Recht verstoße oder nicht. Aber wenn ich glaube, dass eine Rechtsform nicht auf mich Anwendung findet oder ein Vertrag oder ganz gleich was auch immer, dann mache ich mir da wirklich keine Gedanken drüber. Ja, ich mache mir auch keine Gedanken, ob ich, wenn ich Kaugummi kaue, ob das irgendein Gesetz in China verletzt oder Thailand. Da mache ich mir einfach keine Gedanken drüber. Und das ist also so eine Art, das aus sich heraussetzen, dieses Gefühl, man ist irgendetwas gegenüber verpflichtet, außer seinem eigenen Gewissen. Natürlich gibt es Dinge, denen man gegenüber verpflichtet ist, außer seinem eigenen Gewissen, und das sind Verträge. Und Verträge im Naturrecht werden oft per Handschlag geschlossen und man verlässt sich drauf, man kennt die Menschen, mit denen man in Verträge eintritt, und dann ist das eigentlich wirklich eine Frage des eigenen Rufes, ob man lange überleben kann, wenn man die Verträge immer bricht. Unter Vertragsrecht sind die Verträge niedergeschrieben. Das heißt, da passiert es oft, dass man eben ja mit Menschen zu tun hat, mit Firmen zu tun hat, die man überhaupt nicht kennt. Und es gibt noch in Schottland und in Irland wirklich, dass die Geschäftsleute, auch in den Vereinigten Staaten übrigens, dass die Geschäftsleute miteinander ausgehen, also die CEOs Golf spielen oder fischen gehen oder sonst irgendwelche Freizeitaktivitäten zusammen machen, um zu sehen, ob sie wirklich sich einlassen wollen auf eine Geschäftsbeziehung von größerer Bedeutung. Also da spielt immer auch noch das Persönliche, das Private wirklich eine Rolle. Also Vertragsrecht sind Verträge, und da muss eine Willensüberschneidung stattfinden. Die Worte müssen genau analysiert und definiert werden, damit jeder hinterher sagen kann, ja, wir sind zu einer Übereinkunft gekommen. Im Treuhandrecht ist der Treuhänder gebunden an die Trust Indenture, also an die Treuhandregeln. Und natürlich, das muss man immer wieder auch betonen, ja, solche Regeln sind künstliche Regeln, die einem Zweck dienen sollen. Und darum werden sie gemacht und darum werden sie auch von Menschen, die bestimmte Ziele erreichen wollen, auch akzeptiert. Und denen muss man sich dann unterwerfen, wenn man einen Vertrag unterschreibt, und da steht unten drunter, unterm Vertrag, dass der Gerichtsstand, das Landgericht oder Amtsgericht, was weiß ich nicht was ist, und man unterschreibt diesen Vertrag, dann ist der Gerichtsstand das Amtsgericht sowieso. Und da kann man dann wirklich nicht mehr viel zu sagen oder debattieren, denn da wird dieser Vertrag dann ausgehandelt im Falle, dass es zu einer Streitigkeit kommt, zu einer Strittigkeit kommt. Also man ist dann da schon gebunden. Auch dann, wenn man den Eindruck hat oder vielleicht sogar den Beweis hat, dass der Betrag betrügerisch ist. Denn es gilt ja immer, dass wenn eine oder mehrere Klauseln sich als, was weiß ich nicht was, herausstellen, trotzdem der Rest des Vertrages weiterhin intakt bleibt. Und kein Vertrag ist 100%ig Betrug.
Ja, wenn ein Vertrag 100%ig Betrug wäre, dann wäre das natürlich auch der Gerichtsstand. Und das kann es nicht sein, das kann nicht Betrug sein, wenn man das unterschreibt. Denn das ist etwas, das kann man nachvollziehen, das kann man verstehen. Der Gerichtsstand ist das Amtsgericht sowieso. Also kann er nicht 100% Betrug sein. Und somit gilt also immer hier auch der Gerichtsstand, der angegeben ist. Das muss man sich ganz klar machen. Man kann sich dem dann nicht einfach entziehen. Jetzt in der Treuhand sind es die Treuhandregeln, die das eigene Verhalten als Treuhänder bestimmen. Das heißt, hier muss man sich dran halten an das, was diese Regeln vorschreiben, und tut man das nicht, dann ist das Treuebruch oder Treuhandbruch oder Untreue, je nachdem, was man da, in welcher Gerichtsbarkeit man ist, ob das jetzt eine angloamerikanische Gerichtsbarkeit ist oder eine angelsächsische Gerichtsbarkeit oder eine eher europäische oder französische, napoleonische Gerichtsbarkeit. Das hängt davon ab, wie dann das Wort wirklich ist. Das muss man herausfinden. Aber es hat etwas mit Untreue zu tun. Veruntreuung auch. Und wenn das passiert, dann hat man sich vergangen an fremdem Eigentum, das einem gegeben wurde zur Verwaltung von Begünstigten. Und wenn man sich daran vergeht, dann ist das Untreue. Das ist also ein ganz schwerwiegendes Delikt. Und eigentlich sind alle kriminellen Strafverfahren wirklich ein Akt der Untreue. Das kann man wirklich sagen. Und das wird auch oft gesagt, ganz besonders deutlich in den District Courts der Vereinigten Staaten, dass jemand den Public Trust betrogen hat, also die öffentliche Treuhand betrogen hat. Und die Leute denken, dass man hier nur gegen den guten Glauben anderer Leute verstoßen hat, aber der Richter sagt das ganz eindeutig: You have betrayed the public trust. Und die Worte, die er spricht, sind alle klar definiert. Das sind nicht einfach Worte, die er aus irgendeinem alltäglichen Wörterbuch raussucht und dann verwendet, sondern diese Worte sind genau definiert. Und wie der Public Trust definiert ist, da muss man gucken jetzt, in welche Gerichtsbarkeit da wirklich Anwendung findet in einem Fall, ob das jetzt der Code of Federal Regulations ist oder der United States Code, also der USC, das muss man halt herausfinden. Und dann muss man auch dahin zuziehen, dass United States Government Style Manual, das ist das sozusagen Handbuch, wo drin steht, wie Dinge, die in der Öffentlichkeit getan werden, die von Agenturen der Vereinigten Staaten erledigt werden, auch gedruckt werden, geschrieben werden, ausgedrückt werden und so weiter. Also das ist keine Sache, die einfach hier nur willkürlich sich da jemand aus der Nase zieht, sondern diese Dinge sind alle ganz klar definiert, und das übersteigt natürlich die Kapazität eines normalen Menschen, das alles nachzuvollziehen und sich damit zu befassen. Und deshalb muss er sich überlegen, auf welche Art und Weise er dieses ganze Prinzip vereinfachen kann. Und das kann er natürlich immer durch Fragen. Er kann das immer reduzieren durch Fragen auf das Wesentliche. Und ansonsten muss er sich raushalten aus Angelegenheiten, wo er das Gefühl hat, dass er sie nicht ganz versteht. Das ist einfach nur klug. Oder aber er macht sich schlau. Und da kann man natürlich sagen, na, das geht heute gar nicht mehr. Das ist korrekt teilweise, aber dann entsteht eben auch ein Prinzip der Notwendigkeit, dass man gewisse Dinge tut. Und wir haben ja schon unter dem Naturrecht gehört, dass Notwendigkeit keine rechtlichen Verbindlichkeiten einem auferlegt. Also wenn man leben muss, wenn man Wasser trinken muss, wenn man essen muss und man stiehlt, dann ist das eine Notwendigkeit. Und wenn man nichts weiter hat, um sich das zu besorgen. Und das nannte man früher auch in Deutschland Mundraub. Ja, und das wurde abgeschafft, ganz einfach deswegen, weil es nicht mehr notwendig ist. Warum ist es nicht notwendig? Weil jeder essen kann. Auch wenn er kein Geld hat. Und eine Art, wie man damit umgeht, das lernen wir ja hier oder damit befassen wir uns hier. Also Treuhandrecht in der Öffentlichkeit, wo die Person sozusagen die treuhänderische Person ist, das Personal ist, wenn man so will, ja, auf das Personal, auf die öffentlichen Personen trifft immer das Treuhandrecht zu eines Staates. Und diese Personen sind natürlich tot, das heißt, sie sind nicht lebendig und müssen daher animiert werden von lebendigen Menschen. Aber das heißt nicht, dass jetzt die Gerichte oder die Öffentlichkeit den lebendigen Menschen dahinter sehen können.
die sehen nur die Animation der Person. Und man kann also mal sagen, dass wirklich hier in der Öffentlichkeit gar nichts passiert, was nicht durch eine Animation passiert. Das heißt, wo ein lebendiger Mann oder eine lebendige Frau dahinter stehen und etwas tun in ihrer substanziellen Welt, in ihrem substanziellen Leben, was dann eine Reflexion sozusagen hat in der Öffentlichkeit. Man kann also sagen, dass die Öffentlichkeit wirklich ein Spiegel ist dessen, was im Privaten passiert. Es ist ein Spiegel. Und so ein Spiegel hat natürlich eine besondere Eigenschaft, wenn man sich mal davor stellt und man hebt den rechten Arm. Nun ja, das Spiegelbild hebt dann eigentlich streng genommen den linken Arm. Ja, wobei aber oben und unten trotzdem noch korrekt sind, wenn man aufrecht, senkrecht auf dem Boden steht. Das heißt, da muss man genau hingucken, was man tut. Das heißt, man muss oft im Privaten die linke Hand heben, wenn man will, dass das Spiegelbild, also auf der öffentlichen Seite, die rechte Hand gehoben wird. Also da kann man mal drüber nachdenken. Und deswegen sagt man auch, dass die Öffentlichkeit eben unter dem Anschein des Rechts operiert. Under color of law heißt das auf Englisch. Unter der Farbe des Rechts, unter dem Anschein des Rechtes. Und das dient nur dazu, um Verträge durchzusetzen, die sonst zwischen völlig ungleichen Parteien stattfinden würden. Das ist also wichtig. Und es ist eine solche Ungleichheit, die eben ausgemerzt werden muss, damit alle miteinander, dass Menschen mit Firmen in Verbindung treten können und so weiter und so fort. Und wir wissen schon, dass eben der ganze Handel, der sich über die Welt ausgebreitet hat, ja, einfach nur dadurch möglich ist, dass eben Fiktionen dazwischen geschaltet sind. Also Dinge, die unter dem Anschein des Rechts stattfinden. Denn man muss heute die meisten Dinge, die man im Kommerz tut, und wir alle sind ja doch mehr oder weniger stark in ein kommerzielles Leben eingebunden, nur einfach dadurch, dass wir ein Bankkonto haben, man kann die Dinge nicht mehr selber erledigen. Man kann nicht Dinge aus China oder Japan kaufen, ja, oder erwerben, sagen wir das so, wenn nicht eine ganze Reihe von Fiktionen dazwischen geschaltet ist. Denn sonst müsste man den Geldboten selber hinschicken, jemanden, dem man vertraut, der reist dann nach China, gibt dort das Geld ab und bringt die Ware zurück, sofern das möglich ist. Das geht oft nicht, also müssen die Sachen verschifft werden, dann müsste er diese Ware begleiten auf dem Schiff. Und man kann schnell sehen, dass wenn man hier unter Naturrecht versuchen würde, international Güter zu erwerben, das ginge einfach nicht. Das wäre unmöglich. Und deswegen braucht man diese Fiktion. Und diese Fiktionen sind wirklich sehr alt. Das ist keine neue Sache. Sondern es gab Rechtsfiktionen wirklich schon sehr alt, sehr lange zurückliegend. Zum Beispiel in Form von Wechseln und Zahlungsversprechen. Auch Bonds, also Schuldverschreibungen. Und das ist nichts Neues. Das gibt es eigentlich wirklich seit Menschengedenken, wo ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen einen anderen Menschen oder eine andere Gruppe von Menschen beauftragt hat, etwas zu tun. Man hat also Institutionen, Organisationen, Gesellschaften eingerichtet, um diese Dinge zu vereinfachen. Daran ist nichts verkehrt und das darf man jetzt also nicht verteufeln, nur weil das heute zu einem großen Teil missbraucht wird. Und jetzt, seitdem, wie wir das letzte Mal oder das vorletzte Mal auch gehört hatten, der Staat sozusagen ja in einem jeden Vertrag in der Öffentlichkeit mit drin hängt, oder sagen wir so, die internationalen Bankiers und damit natürlich die Staaten, weil die internationalen Bankiers als Gläubiger der Staaten auftreten, ist es nicht mehr ein Zwei-Parteien-Vertrag oder ein Drei-Parteien-Vertrag, wenn wir zwischen drei Geschäftspartnern Verträge machen, sondern es ist immer ein Parteien plus eins Vertrag. Also die Anzahl der Parteien plus eins. Und plus eins ist immer der Staat. Der Staat hängt in jedem Vertrag heute mit drin, wo eine Bezahlung, ich spreche jetzt auf öffentlicher Seite natürlich, oder ich spreche von der öffentlichen Seite, wo eben ein Vertrag in der Öffentlichkeit gemacht wird, sprich also zwischen Firmen oder zwischen natürlichen Personen. Also um genauer zu sein, zwischen juristischen Personen oder aber zwischen natürlichen Personen. Und auch kreuzweise, das geht ja. Ne? Natürliche Personen können mit juristischen Personen
also Firmen, in Geschäftsverhältnisse eintreten. Und es ginge nicht, wenn die natürliche Person als Mann oder Frau auftreten würde, weil die juristische Fiktion dann immer dem Lebendigen unterlegen wäre. Und das kann nicht sein in einem Vertrag, dass eine Partei immer unterliegt, automatisch einfach nur aufgrund des Statuses, denn dann ist es kein Vertrag, sondern dann ist es ein Lehensverhältnis, nicht wahr? Ein Lehensverhältnis, eine Lehenschaft. Und das geht natürlich nicht. Jetzt, wo eben der Staat immer in allen Verträgen mit drin hängt, aufgrund einer fiktiven Währung, aufgrund einer Währung, über deren Herausgabe wir zunächst einmal überhaupt keine Kontrolle haben, entsteht da eine Situation, wo wir sozusagen entmachtet sind. Erst einmal zumindest. Also so fühlt sich das an. Wir entscheiden nicht, wie die Wirtschaft läuft, ja. Wir können morgen unseren Job verlieren, wenn wir irgendwo angestellt sind, und dann stehen wir da mit unserer Hypothek und unseren Kreditkarten. Alles lief jahrelang blendend und auf einmal passiert etwas und dann hängen wir da mit einem ganzen Haufen an Schulden, einfach nur aufgrund der Tatsache, weil wir keine Kontrolle haben, weder über die Wirtschaft noch über das Geld, was sich im Umlauf befindet. Und das ist natürlich ein Tort, sagt man dazu. Das ist also eine physische, eine substanzielle Beschädigung und ein substanzieller Schaden, der da entsteht, am Leben, an der Substanz, einfach nur aufgrund der Tatsache, dass hier Fiktionen, fiktives Geld, fiktive Personen, ja, sozusagen auf einmal irgendwie in einen Status geraten sind, der eine gewisse Unwirtschaftlichkeit zeigt. Das ist natürlich oft auch absichtlich gemacht. Da gibt es interessante Verfahren zu, zum Beispiel dem Bankrottverfahren der Lehman Brothers in den Vereinigten Staaten vor einigen Jahren, wo ganz eindeutig eigentlich hervorgeht, dass das absichtlich gemacht wurde. Da wurden nämlich die ganzen giftigen Hypotheken, sagt man dazu, gehedged, und dann haben die das Ding einfach in den Bankrott getrieben und somit, der CEO ist schwerreich geworden, der ist damit auch durchgekommen. Der hat sich noch einen Bonus von 300 Millionen ausgezahlt, obwohl er dann vor dem Kongress Rede und Antwort stellen musste. Und da gibt es auch Berichte in YouTube, wo man die so in einer Anhörung angucken muss. Und wie geschickt er sich da rauslaviert aus der Affäre, das ist also wirklich, das ist schon, da kann man viel von lernen, oder besser gesagt, kann man sehr viel verstehen, wie die Dinge laufen. Also, weil der Staat immer im Vertrag ist und weil hier Verträge nur zwischen Fiktionen wirklich stattfinden und der Staat noch dazu im Konkurs operiert, musste man sich überlegen, was für eine Rechtsform sich eignet, die sozusagen übergreifend die kommerziellen Verhältnisse regelt. Und da hat man lange rumgesucht, und zwar fing diese Suche schon eigentlich vor 300, 400 Jahren wirklich an, und hat sich dann darauf geeinigt, dass wohl die Rechtsform der Admiralität die geeignetste ist, um gewisse substanzielle Aspekte auch in einem fiktiven Kommerz zu wahren. Und das hört sich jetzt vielleicht erst einmal ein bisschen merkwürdig an. Da müssen wir schon noch genauer gucken. Das Admiralitätsrecht nennt man auch, oder es wird oft bezeichnet, als maritimes Recht. Und es unterscheidet sich aber vom Seerecht. Das muss man also ganz klar wissen, das maritime Recht, also das Admiralty Recht, das Admiralitätsrecht, unterscheidet sich vom Law of the Sea oder vom Seerecht. Und da kann jeder selber mal den Unterschied herausarbeiten, da könnte man lange drüber sprechen, über solche Unterschiede. Aber ein wichtiger Unterschied ist wirklich, dass das Admiralitätsrecht, also das maritime Recht, zu einem Körper von Recht gehört, oder Rechtskörper könnte man sagen, die als privates internationales Recht bezeichnet werden, die also sozusagen die privaten Beziehungen zwischen sogenannten Schiffen, Wesseln und so weiter regulieren. Und jetzt muss man sich gucken, was Schiffe und Wessel sind. Das sind nämlich nicht nur jetzt Schiffe und Flugzeuge und alles, was sich bewegt, sondern es sind natürlich auch durch die Definition, die da
angewendet wird, da muss man von Fall zu Fall gucken, schließt es immer den menschlichen Körper auch mit ein, der hier auch eben einfach angenommen wird als ein maritimes Wessel, weil er transportiert Energie und es ist diese Energie, also Cargo sozusagen, die natürlich all das steuert, was heute passiert in der Welt. Ja, jeder Mensch trägt ja etwas dazu bei. Und das ist also rein jetzt mal logisch gesehen eine korrekte Schlussfolgerung. Aber man darf nicht hierbei übersehen, dass der Mensch eben nicht nur aus Körper besteht und sozusagen ein Body ist. Da muss man im Englischen ganz stark unterscheiden zwischen Gemeinschaftsrecht und fiktivem Recht. Wenn man von a body spricht, dann meint man die Fiktion, also nur den Körper. Und wenn man von one spricht, dann spricht man von einem. Das heißt, es gibt die Worte every body, das ist dann, oder any body, das ist die Fiktion. Aber es gibt auch everyone und any one. Und das zielt dann natürlich auf den Lebendigen ab. Aber in Rechtstexten sieht man also das Wort anyone und everyone nicht, sondern immer nur anybody or everybody. Und mit body ist eben alles eingeschlossen, weil es also auch einen Rechtskörper darstellt. Also Gesetze. Das ist also sehr, könnte man sagen, ambivalent, zweideutig, dreideutig. Sicherlich nicht unabsichtlich so gemacht, dass eben eine gewisse Verwirrung eintritt. Aber die kann nur dann eintreten, wenn wir vergessen haben, wer wir sind. Ansonsten tritt die nicht ein. Und wir werden da genauer drüber eingehen, wenn wir über das Armeslänge-Prinzip sprechen. Also das maritime Recht, das Admiralitätsrecht, gehört zu einem Rechtskörper, sogar zu einem sehr bestimmten Rechtskörper, welches maritime Fragen und, wie sagt man, Vergehen behandelt in einem internationalen privaten Rechtskontext. Und das Seerecht hingegen tut dasselbe, aber auf der öffentlichen Seite. Das heißt, es gehört zu einem Körper des öffentlichen internationalen Rechts, welches eher umgeht mit Navigationsrechten, Mineralrechten, Gerichtsbarkeiten über Küstengewässer und auch welche sozusagen auf öffentlicher Seite die Beziehungen zwischen Nationen behandelt. Und das ist ein wichtiger Begriff hier, Nation. Denn eine Nation ist eine Gruppe von Menschen, die sich zusammengeschlossen haben, um bestimmte Ziele zu erreichen und sich sozusagen als Nation auch deklarieren offiziell, aber sie brauchen kein Territorium dafür. Also eine Nation kann existieren ohne ein Territorium. Und wenn es ein Territorium hat, dann ist es eben auch ein Land, dann ist es ein Volk. Aber hat es kein Land, kein eigenes souveränes Land oder ein Land, über welches es souverän verfügt, dann ist es nur eine Nation und kein Volk. Und das, solche Unterschiede sind also wichtig. Und wenn man immer das, wann immer man das Wort Nation hört oder Nations, die Vereinten Nationen, was auch immer, internationale Organisation, dann spricht man eben von, dann ist das auf der öffentlichen Seite. So, jetzt, woher kommt das Admiralitätsrecht? Was sind so ein paar interessante Fakten hier über das Seerecht? Und das kommt wirklich aus uralten Regeln, aus kommerziellen Regeln, zum Beispiel aus dem römischen und byzantinischen Bereich. Und ist das erste Mal wirklich aufgetaucht in den sogenannten rhodesischen Law oder Rhodian Law, rhodesischen Gesetzen, von denen es heute keine wirklich originalen Schriften mehr gibt, interessanterweise, aber durch welche eben auf welche hingewiesen wurde in verschiedenen römischen und byzantinischen Rechtscodes, also Rechtswerken. Und genau das bekam dann auch später oder wurde später die Gebräuche, die kommerziellen Gebräuche der Hanseatischen Liga. Darüber hatten wir schon mal ansatzweise gesprochen. Das ist vielleicht hier der Zeitpunkt, wo man sagen kann, man befasst sich ein bisschen mehr mit der Hanseatischen Liga und was die erreicht haben. Und es wurde eingeführt, das erste Mal, in England,
durch eine Dame, die hieß Eleanor of Aquitaine. Und das hat sie getan, als sie sozusagen als Regent für ihren Sohn, König Richard das Löwenherz, Richard the Lionheart, fungiert hatte. Das heißt, er war zu jung, um selber König zu sein, und da war sie die Regentin, die das für ihn geführt hat, bis er dann sozusagen alt genug war, die Rolle des Königs zu übernehmen. Und sie hat das war ihr nicht ganz neu, denn sie hatte schon vorher dieses Admiralitätsrecht auf der Insel von Oleron etabliert. Und das kann man noch nachlesen, da gibt es heute noch Abschriften von, in den sogenannten Rolls of Oleron. Also Rolls of Oleron. Und das führte dazu, dass dann in England bestimmte Admiralitätsgerichte eingeführt wurden, die also Admiralitätsfälle angehört haben. Und es ist ganz besonders wichtig zu verstehen, dass solche Gerichte niemals das Gemeinschaftsrecht anwenden oder das Landrecht. Ja, in Deutschland spricht man von Landrecht, in Großbritannien und in Amerika spricht man von Common Law, also dem Gemeinschaftsrecht, sondern es ist ein zivilrechtlicher Körper. Also Admiralitätsrecht ist Zivilrecht eigentlich. Und es ist basiert oder übertragen worden in die normalen öffentlichen Gesetze, wie zum Beispiel die Zivilprozessordnungen, das Zivilrecht insgesamt, auch das Vertragsrecht unterm Zivilrecht, durch den Corpus Juris Civilis, der von Justinian gemacht wird. Ich weiß nicht, wie das jetzt auf Deutsch heißt. Ja, Justin oder Justine. Und das kann man auch mal nachlesen. Das ganze europäische Recht, das ganze europäische Parlament operiert auf diesem Corpus Juris Civilis. Und in diesem Corpus Juris Civilis ist eine Sache von ganz besonderer Bedeutung. Dass nämlich, wenn der sich mal flächendeckend ausbreitet und man sagen würde, dass man ein europäischer Bürger sei, also ein European Citizen, dass man dann unter diesem europäischen Recht in jedem Land für jeden Gesetzesverstoß sozusagen vor Gericht kommen kann, der gegen irgendein Gesetz verstößt, auch wenn es in einem anderen Teil der Europäischen Union nur dort definiert ist. Das heißt, der Corpus Juris Civilis, der von der Europäischen Union versucht wird, flächendeckend über Europa auszubreiten, also Admiralitätsrecht wirklich, führt dazu, dass die Menschen ständig angeklagt werden könnten für irgendwelche Code-Verletzungen, auch wenn diese gar nicht im unmittelbaren eigenen Umkreis eine Gesetzeswidrigkeit darstellen, sondern ein paar tausend Kilometer weg. Man könnte natürlich sagen, ja, das ist ja rein oppressiv, das ist ja die reine Tyrannei. Und da gab es viele, die das auch so gesehen hatten. Und ich sehe die Dinge nicht so, und zwar ganz einfach aus dem Grund nicht, weil die Europäische Union ist nichts weiter als ein kommerzieller Körper, der operiert unter Handelsrecht, unter Admiralitätsrecht. Und wenn der ein Angebot macht an jemanden, hier, du hast diesen Code verletzt, dann sage ich, okay, alles klar, ich nehme das an. Und hier gebe ich es euch zurück zur Kreditschöpfung. Das ist also nichts weiter, das ist ein Vehikel für die, wie sie Kredit schöpfen können. Und wenn man ihnen diesen Kredit nicht gibt, weil wir schon wissen, dass wir die Gläubiger sind und der Gläubiger immer zahlt, wenn wir diesen Kredit nicht geben oder ihn bestreiten oder auf öffentlicher Seite, wenn man von daher mal guckt, die Schuld bestreiten, dann kann man unter irgendeinem Gesetz irgendwo in der Europäischen Union also verurteilt werden und muss möglicherweise eine Insolvenz in Kauf nehmen oder, wenn es schwerwiegendere Fälle sind, auch Gefängnis. Das ist also, das muss man sich genau überlegen und wirklich dahin kommen zu der Sichtweise, dass diese Dinge reine kommerzielle Prozeduren sind. So, warum jetzt Admiralitätsrecht im Kommerz? Nun, wenn ein Staat im Reorganisationskonkurs operiert, das heißt, er bleibt im Besitz der Masse, und hier muss man sagen, der Titel sozusagen, denn der Staat selber kann keine Menschen besitzen.
Und damit meine ich ja, wie immer, lebendig geistig-sittliche Wesen. Die kann er nicht besitzen, die kann er auch nicht als Eigentum verwenden, aber er kann sozusagen deren Zuwendung in Form eines Pledges, also einer Zusicherung der Arbeitskraft, natürlich diese Arbeitskraft betiteln und dann hat er also Titel. Er hat also eine gewisse Art von Masse, die verbrieft ist, die tituliert ist, könnte man sagen. Und in dieser verbleibt er. Das heißt, der Staat verbleibt im Besitz dieser Masse zu Zwecken der Reorganisation. Und jetzt, damit die sogenannten Gläubiger, die internationalen Banken, da auch das Gefühl haben, dass das alles richtig und korrekt gemacht wird, müssen sie sozusagen dafür sorgen, dass die Haftung begrenzt wird. Das heißt, sollte der Staat durch das Verwalten des Kollaterals einen substanziellen Schaden verursachen, dann will er natürlich seine Haftung begrenzen. Und das war ein ganz großer Zweck in der Admiralität natürlich, die Haftung zu begrenzen. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass die Haftung begrenzt wird. Und daher kommt auch der Begriff der gemeinschaftlichen Haftung, der Einzel- und Gemeinschaftshaftung. Das finden Sie oft in Verträgen, dass wenn jemand einen Teil des Vertrages bricht, dann haften die Parteien einzeln und gemeinschaftlich. Was heißt das? Nun, man kann jeden Einzelnen herauspicken und ihn verfolgen unter Vertragsbruch und er muss dann dafür sorgen, dass, wenn ihm der größte Schaden, man sucht sich natürlich den Reichsten aus, das ist klar, derjenige, der am wohlhabendsten ist, und der muss dann sozusagen in weiteren Zivilverfahren den anteilsmäßigen Schaden, der auf die anderen angefallen wäre, jetzt separat einklagen. Das ist die einzel- und gemeinschaftliche Haftung. Und das ist eine ganz typische Admiralitätssache. Das gab es unterm Landrecht und auch unterm Naturrecht gibt es das nicht. Das gab es nicht. Die kollektive Haftbarkeit. Das heißt, dass Menschen gehaftet haben, auch wenn sie gar nichts dafür konnten. Und das ist also ein ganz wichtiger, ein primärer Punkt des Admiralitätsrechts, damit die Dinge unter dem Schuldwesen richtig sozusagen verwaltet werden können. Damit die Zwecke und Ziele erreicht werden konnte. Wenn man nicht alle rannehmen konnte, dann nahm man sich den Reichsten und der musste dann dafür sorgen, dass er den Schaden von den anderen wieder bekam. In separaten Zivilverfahren. Ein weiterer wichtiger Punkt ist generell der ganze Aspekt der Versicherung. Das ist ein typisches Zeichen für Admiralitätsrecht. Das heißt, alle Versicherungsgeschäfte finden in der Admiralität statt, weltweit. Woher kommt das? Nun, wir wissen, Admiralitätsrecht befasst sich mit Schiffen, mit Wesseln, mit Transportwesseln sozusagen. Dinge, die etwas von A nach B transportieren können. Und dazu wird der menschliche Körper gezählt. Der transportiert eine ganze Menge. Und jetzt, wenn man also die substanzielle Währung abgeschafft hat, wie Gold, was intrinsischen Wert hatte, wo die Menschen auch selber ihren Schmuck, ihr Silber hintragen konnten, oder wenn sie eine Mine entdeckt hatten, konnten sie Silber ausgraben, das münzen lassen. Das heißt, die Menschen hatten die Möglichkeit wirklich, sofern sie das verfolgten, wirklich sich reich zu machen anhand dieser Mineralien, die sie einfach münzen lassen konnten und dann selber Geld machen konnten, wirklich. Seitdem das weggefallen ist, musste alles unter die begrenzte Haftung kommen. Oder musste nicht, aber das haben die gerne gewollt, ganz einfach deswegen, weil sie ihre Haftung, diejenigen, die so ein fiktives Geldwesen etablieren, die wollen ihre Haftung begrenzen. Ja, und es gibt ein ganz wichtiges Beispiel hier, wie das funktioniert mit einer solchen Haftungsbegrenzung, wenn man sich anguckt den Untergang der Titanic 1912. Die amerikanischen Gerichte haben über alle Admiralitätsfragen Gerichtsbarkeit. Das heißt, man kann, wenn man das irgendwie in Verbindung bringen kann mit den Vereinigten Staaten, und ich meine wirklich irgendwie, und das kann man immer, weil es gibt einen Ozean zwischen Europa und den Vereinigten Staaten. Die Schiffseigentümer von der Titanic sind sofort in die US District Courts gegangen. Die wollten das gar nicht in England und Europa
behandeln lassen, sondern die wollten, sind sofort in die US District Courts gegangen und haben dort die Limitierung der eigenen Haftung bezüglich der Dinge, die rettbar sind, beantragt. Nun, was bedeutet das? Im Fall eines Schiffsuntergangs sind sie nicht haftbar für das, was jetzt verloren gegangen ist, was untergegangen ist, sondern für das, was oder zu dem Wert, sondern zu dem Wert, der noch rettbar ist. Das heißt, was kann gerettet werden? Und das waren ein paar, das waren glaube ich 14 Boote, Rettungsboote und noch ein paar andere Sachen im Wert von ungefähr $91,000 insgesamt. Und das Gericht hat denen Recht gegeben, die waren nur haftbar im Wert von $91,000 und das mussten sich jetzt alle überlebenden Familien teilen. Und das ist natürlich eine Beleidigung. Und da kann man sehen, dass hier durch die begrenzte Haftung ein wirklicher Schaden an der Substanz verursacht werden kann. Ein wirklicher Schaden. Das war alles, womit die insgesamt gehaftet haben, mit $91,000. Ja, sie konnten glaubhaft machen dem Gericht, dass sie natürlich nicht wussten, was mit dem Schiff passiert. Das heißt, es war ein Akt Gottes, sagt man dazu. Und das ist ganz typisch in Admiralitätsverträgen und Versicherungsverträgen. Diese Phrase, ein Akt Gottes, ein Act of God, findet man heute in US-amerikanischen Versicherungsverträgen, auch in Hypothekenverträgen. Da spricht man von Act of God. Und das ist wirklich, das ist etwas Unvorhersehbares. Und da haftet man einfach dann nicht. Außer mit dem Wert, der noch existiert nach einem Unglück. Da nimmt man den gesamten Wert zusammen und das ist dann die Haftung. Und jetzt kann man sich vielleicht mal überlegen, warum so eine Totalzerstörung oft von bestimmten Gebieten, auch im Krieg, was das vielleicht zu tun hat mit diesem Limited Liability, also mit der begrenzten Haftung. Kann man sich mal Gedanken drüber machen. Also alles muss versichert sein. Das heißt, die Gläubiger der Staatskonkurse, die wollen sicherstellen, dass sie nicht exponiert sind im Falle, dass ihre Art und Weise, das, was sie tun durch diese Art von Staatskonstrukte, durch diese Art von Gläubigertum, im Falle, dass das einen substanziellen Schaden anrichtet. Und aus diesem Grund wollen sie, dass der Staat sich in jeder Hinsicht versichert und auch die Haftungsansprüche von Personen in der Öffentlichkeit limitiert. Und das ist der Grund, warum, wenn Sie in Deutschland versuchen, den Staat auf Schadensersatz zu verklagen, Ihre Aussichten so gut wie null sind. Außer vielleicht, Sie kriegen ein paar tausend Euro. Und das kriegt dann meistens der Anwalt. Also Schadensersatzklagen in Deutschland, das ist ein großer Schwachpunkt. Und das zeigt ein bisschen wirklich die Wertschätzung und natürlich auch den ideologischen Hintergrund dahinter. Es zeigt eine wirklich grobe Verachtung. Und sind aber die kommerziellen Gesetze. Und auf der öffentlichen Seite dann hat man da natürlich kaum eine Heilung, wo man sagen kann, ich bin adäquat für meinen Verlust oder für den Schaden, den ich erlitten habe, kompensiert worden. Und das ist das Prinzip der begrenzten Haftbarkeit. Und wo kommt das ursprünglich her? Das kommt daher, weil in der Vergangenheit, wo internationale Verträge, private Verträge geschlossen wurden zwischen verschiedenen Firmen oder auch Gruppen von Menschen erst einmal. Das wurde umgewandelt in Form von fiktiven Rechtskörpern. Also es gab immer eine Art von Gesellschaft oder eine Art von Firma, die dann die Geschäfte gemacht hat. Das waren internationale private Verträge, die hatten gar nichts mit der Öffentlichkeit zu tun. Das waren Handelsverträge. Und wenn man also über die Hochsee reiste, mit seinen Transportschiffen, dann war natürlich das Risiko hoch, dass man entweder von Piraten angegriffen wurde und die ganze Cargo, also die ganze Ladung, in die Hände von Piraten fiel, oder aber, dass man sich verfahren hatte, was übrigens nicht selten vorkam, was auch seinen Grund hat, und man ist irgendwo auf einen Riff gelaufen oder aber in Gewässer gelangt, in die man hätte nie hineingeraten wollen, und das Schiff ist dann eben kaputt gegangen durch Sturm oder durch Eis und Regen. Und das ist eigentlich sehr häufig passiert. Und es sind unglaubliche Werte da auf Grund gegangen. Und ich sage ganz bewusst das Wort auf Grund gegangen.
und nicht auf Boden gegangen. Und dann war die Ladung verloren. Und das ist so häufig passiert, dass sich die Schiffseigentümer überlegt hatten, was können wir tun, damit wir nicht ständig in die Haftung genommen werden und total ruiniert werden von den Kaufleuten, die uns ihre Ladung anvertrauen. Und sie haben sich zusammengeschlossen in einem internationalen maritimen Verbund, sagt man, das ist also maritimes Recht, wohlgemerkt, das ist nicht Seerecht, sondern maritimes Recht. Und da gibt es die internationale maritime Organisation, die Spezialist ist für Fragen der Admiralität. Und haben sich überlegt, das ist doch eine gute Sache wäre, wenn man in einen großen Topf einzahlen würde, alle Schiffseigentümer. Und wenn einem Schiff etwas passiert, dann sozusagen wird das bezahlt aus diesen Leistungen, aus den Mitteln, die diese Versicherung hatte. Und je mehr daran teilnahmen, umso besser. Also sprich, das Thema war hier die Risikoverteilung. Und das war natürlich ein kluger Schachzug. Jetzt muss man auch wissen, dass ganz besonders England ganz aktiv Piraterie betrieben hat. Das heißt, die Piraten, die unterwegs waren auf den Weltmeeren, waren hauptsächlich von der englischen oder spanischen Krone tatsächlich beauftragt. Die hatten einen sogenannten Letter of Marque. Und dieser Letter of Marque autorisierte die, jedes Schiff anzugreifen und die Ladung zu bergen, die keine Flagge trug. Aber die haben sehr viel mehr gemacht. Und das wurde auch nie geahndet. Man muss sich immer überlegen, wie kommen Piraten in den Besitz von solch starken Schiffen mit Schießpulver, mit Kanonenkugeln, wenn sie nicht außerordentlich gut gesponsert sind. Ja, das muss man sich immer fragen, auch heute noch, wenn man denkt, ja, das sind da so ein paar Einzelkämpfer. Ich denke zum Beispiel hier im Computerbereich an die Spammer oder an die sozusagen versuchen, andere Systeme zu hacken. Und uns wird weisgemacht, dass das irgendwelche Script-Kiddies sind, die irgendwo in ihrem Kinderzimmer sitzen und dann da groß angelegt Computersysteme zu hacken, die so gut beschützt sind auf der öffentlichen Seite, dass das wirklich ein Ding der Unmöglichkeit ist. Das gibt es nicht. Okay, das ist ein naiver Gedanke, so etwas zu denken. Es gibt vielleicht einen einzelnen Script-Kiddie, aber wenn der mal einen erfolgreichen Hack hat, wenn der mal was wirklich Großes hackt, dann hat er doch innerhalb von Stunden, hat er, ich weiß nicht was, wen alles vor der Tür stehen. Ja, und er wird verurteilt zu 20 Jahren Haft und dann wird er nach einem Jahr Gefängnis oder zwei Jahren harten Gefängnis, wird er dann sozusagen abgeworben und wird rausgeholt aus dem Gefängnis und arbeitet dann für die Regierung. Oder für sonst eine Organisation. Woher haben die Ressourcen? Woher haben die Ressourcen? Woher wissen die, welche Schwachpunkte in Computersystemen ausgenutzt werden können? Wie kommen die darauf, das überhaupt zu probieren? Woher kennen die Schwachstellen in einem Microsoft Operating System, wo der Code so bewacht ist? Woher kennen die das? Woher wissen die das? Das muss man sich immer fragen. Und woher wussten die Piraten, wo die Schiffe lang gefahren sind? Denn besonders wertvolle Frachten sind immer andere Routen gefahren. Das war einfach nur klug. Also solche Fragen muss man sich stellen. Also Admiralitätsrecht, ein ganz typisches Zeichen dafür ist, dass alles versichert sein muss. Versicherung findet unter Admiralitätsrecht statt. Und was passiert, wenn man also sich versichert? Man gibt die Haftung ab und man hat dann diesbezüglich keinerlei Mitspracherecht mehr. Das heißt, wenn ich jemanden anderen beauftrage für eine Gebühr, eine monatliche Gebühr zum Beispiel, im Falle, dass ich einen Schaden verursache, die Haftung zu übernehmen, dann habe ich keinerlei rechtlichen Einfluss mehr auf die Substanz des Verfahrens. Ich habe alles abgegeben. Meine ganze Verantwortung, außer die rein vertraglich, das ist ein privater Vertrag, dass ich monatlich eine Schutzgebühr wirklich bezahle. Und das muss man sich wirklich klar machen. Das heißt, wenn man vor Gericht gestellt wird, weil man Autounfall hatte und
Man hat eine Versicherung, dann wird die Versicherung einem sagen, sie sagen gar nichts, lassen Sie das unsere Anwälte regeln. Und man hat vielleicht seinen eigenen, weil man sich verteidigen muss gegen irgendeinen Vorwurf der grob fahrlässigen Verhaltensweise, was natürlich ein strafbares Verhalten ist unter öffentlichen Commerzcode. Und dann muss man sich da verteidigen, aber man wird nicht angeklagt dafür, dass man jemand anderen verletzt hat, sondern dass man sich grob fahrlässig verhalten hat. Das ist ein extra separates, sind zwei Verfahren sozusagen, zwei kommerzielle Forderungen in ein Verfahren eingebracht worden. Also, wer sich versichert und die Haftung abgibt, hat die Verantwortung abgegeben. Und dann kann man nichts mehr sagen. Man hat kein Mitspracherecht mehr. Oder nur ein begrenztes. Je nachdem. Und wer hingegen nicht versichert ist, der hat das volle Recht der eigenen Verteidigung. Denn der hat auch die ganze Verantwortung, der hat die ganze Haftung. Also, was hat man gesagt? Personen in der Öffentlichkeit sind versicherungspflichtig. Das heißt, alle Personen müssen versichert sein. Und solche Versicherungen müssen sie dann wiederum aus ihrem monatlichen Budget als Treuhänder dann auch bezahlen. Denn sie versichern hier eine Unterdivision, eine Agentur wirklich des jeweiligen Staates. Das heißt, das muss aus ihrem Budget kommen. Und wer das nicht tut in der Öffentlichkeit und trotzdem öffentliche Privilegien in Anspruch nimmt, nun ja, dem wird ordentlich an den Karren gefahren. So, das, was wir hier, und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, wo wir drauf hinarbeiten, ist, dass wir lernen, uns privat selber so abzusichern und zu versichern, indem wir die Haftung übernehmen, mit Hilfe von bestimmten kommerziellen Instrumenten, muss man sagen, wie Bonds zum Beispiel, sodass die öffentliche Seite befriedigt ist, wenn wir uns in der bewegen, ohne aber, dass wir sozusagen ein öffentliches Budget in Anspruch nehmen müssen, nämlich das Hin- und Herschieben von Verbindlichkeiten auf der öffentlichen Seite, was immer nur weiterhin Schaden verursacht. Das heißt, wir wollen nicht auf der öffentlichen Seite auftreten und da Geld Versicherungsgesellschaften geben, was dann wiederum neue Verbindlichkeiten und Obligationen schafft, sondern wir wollen die Dinge regeln von der privaten Seite her, indem wir Dinge verwenden, die ganz typisch nur in der Admiralität zu finden sind, weil es als ein Körper des internationalen Privatrechts ist. Und das heißt, wir bewegen uns in den Verträgen, die wir privat tun, also in einem international privatrechtlichen Verhältnis, welches wir immer tun können, sind wir sowieso, einfach aufgrund der Tatsache, dass ja unser Name mit unserer Arbeitskraft in Verbindung gebracht wird oder über den Namen unserer Arbeitskraft in der Öffentlichkeit tituliert wird. Und somit sind wir schon in einem privaten Verhältnis. Aber was wir noch nicht getan haben, ist, dass wir auch sozusagen eine reziproke Handlung vollzogen haben. Die ist immer notwendig, damit ein Vertrag auch gültig ist oder ein Angebot auch gültig ist. Und diese Angebote heute finden statt eben unter internationalem Privatrecht. Das heißt, kein Bürger, das Wort Bürger ist überhaupt altmodisch, das gibt es nicht mehr, weil der Staat nicht mehr von den Bürgern geleitet wird, sondern er wird bestimmt ausschließlich von kommerziellen Interessen und dem Versicherungswesen. Alles ist versichert. Alles ist versichert in der Öffentlichkeit. Hypotheken sind versichert. Wertpapiere sind versichert. Autos sind versichert. Personen sind versichert. Ob das natürliche oder juristische sind, spielt keine Rolle. Jeder ist versichert, jede Person ist versichert. Das heißt, es gibt in der Öffentlichkeit keine unbegrenzte Haftung mehr. Und wo keine unbegrenzte Haftung ist, sondern nur begrenzte Haftung, da ist natürlich, sind auch die Rechte, die substanziellen Rechte, sehr gering. Das heißt, die können nur sehr wenig durchsetzen. Denn wer keine Haftung hat, hat keine Glaubwürdigkeit. Je mehr
jemand an Haftung selber trägt, desto höher ist seine Glaubwürdigkeit. Warum? Weil er das ganze Risiko trägt. Und so kann man sagen, hier mal summa summaris bezüglich der Risikobereitschaft, je risikoavers oder risikoscheu jemand ist, desto weniger Glaubwürdigkeit hat er. Je mehr jemand auf Sicherheit spielt, je mehr jemand seine Sicherheit in Gefahr sieht und versucht, einen Schaden abzuwenden, indem er bestimmte Dinge tut, die darauf hindeuten, dass er auf Sicherheit spielt, desto weniger Glaubwürdigkeit hat er. Je mehr wir versuchen, etwas abzuwenden, in Form von Angriffen, desto weniger Glaubwürdigkeit haben wir. Das hat mal jemand gesagt. Zu weit gehen führt eher zum Erfolg, als nicht weit genug zu gehen. Und dann kann man hinterher mit den Ausfällen, die man verursacht hat, umgehen. Und das Admiralitätsrecht bietet sich dazu an, denn das ist ein ganz strikter Körper eigentlich. Da gibt es bestimmte Regeln. Das Ganze zum Beispiel Haftbefehle, Verhaftungen und so weiter, ganz besonders im Schuldwesen, finden statt unter Zivilrecht, was heute von den Konzepten und Prinzipien des Admiralitätsrechts geleitet wird, aufgrund der Tatsache, weil alles versichert ist, weil alles unter begrenzter Haftung operiert. Auch das Verhaften ist ein typisches Konzept der Admiralität, ein Haftbefehl aussprechen, die Wohnhaftigkeit. Das sind Konzepte aus dem Admiralitätsrecht, die gab es im Landrecht nicht, auch unter dem Naturrecht nicht. Gut, wir sagen, jemand haftete, das sagen wir heute so lapidar, aber was wirklich im Naturrecht eher das richtige Wort wäre, das wäre Wiedergutmachung, soweit das möglich ist. Die Verantwortung übernehmen, das wären Begriffe aus dem Naturrecht. Das Haften wirklich, das kommt aus der Admiralität. Und man muss also auf die Begriffe gucken. Genauso ist es mit bestimmten anderen Merkmalen, wie zum Beispiel das Wort Grund. Wo immer man von Grund spricht, wo es um irgendeine Sache geht, die sich auf Grund bezieht, da geht es um Admiralitätsrecht. Wenn man von Boden spricht, dann spricht man vom Landrecht. Also, ist das das Bodenbuch oder ist das das Grundbuch? Und auf welchem Amt bekommen Sie tatsächlich Auskünfte über die Ausmaße des Bodens, auf dem sich Ihr Haus befindet? Und wo können Sie einen wirklichen Eigentumsnachweis bekommen bezüglich des Bodens? Und wo bekommen Sie einen Nachweis, wer bestimmte titulierte Forderungen bezüglich des Grundes eingetragen hat? Na, dieses Wort auf Grund laufen, das ist ein ganz typischer Ausdruck aus der Admiralität, denn der Grund ist das, was am tiefsten ist. Das ist der Grund. So, solche Dinge kann man mal nachforschen und weitergucken und dann sieht man und das vielleicht auch vergleichen und weiter da zurückgehen und gucken, wo fing das an, wann fing das an? Wie fing das an, dass sich die Sprache geändert hat? Warum ist das plötzlich von Bodenrecht in Grundrecht übergegangen? Und was sind dann auch Grundrechte wirklich überhaupt? Und das sind die Rechte, die man hat unterm Admiralitätsrecht. Was bedeutet eine Verfassung? Das ist nichts weiter als eine Verfassung für eine Institution oder Organisation, die unter begrenzter Haftung operiert. Und da gibt es bestimmte Regeln. So. Was ist jetzt, da sprechen wir dann noch genauer drüber, über bestimmte Modi in der Admiralität, aber ich will das hier schon andeuten. Das ist natürlich, wie ist das im Gerichtsverfahren? In der Admiralität geht es immer um Namen, es geht also immer um Sachen. Es gibt ein Sprichwort, nur Dinge haben Namen. Ja, nur Dinge haben Namen. Und warum haben die Dinge heute Namen? Damit man auch über große Entfernung, auch wenn man die gar nicht kennt, die Leute, die Menschen, die dahinter stecken, sozusagen bezeichnen kann.
Ja, früher war das eher, ja, das ist die Eleanor of Aquitaine. Das ist also die Eleanor aus oder zu Aquitanius. Das heißt, da war der Platz, damit man auf sie hinweisen konnte, damit man wusste, wer sie ist. Das heißt, damals haben die Menschen sich einen Namen gemacht oder gegeben, damit sie bekannt wurden. Das ist der Grund, warum man einen Namen hat. Bekannt wurden. Nicht gekannt, sondern bekannt wurden. Das heißt, die haben das wirklich als einen Vorteil gesehen. Und man brauchte einen Namen damals. Entweder war man fürchterlich schrecklich und man hatte den Ruf, dass man ein Tyrann war und fürchterlich grausam war. Und dann hat der Name alleine, wenn der gesprochen wurde, bei den Menschen Angst und Schrecken eingeflößt. Ja, zum Beispiel hier, ich glaube, das war König King Charles von Frankreich zu Zeiten des Borgia-Popes, der sozusagen einmarschiert ist in Italien und auf Rom losmarschieren wollte, um den Borgia-Pope zu entmachten. Und der hat da die ersten paar Male so schrecklich gehaust in Italien, dass alle anderen Städte ihm freie Passage gewährt haben, weil er ein paar Mal ganz fürchterlich gehaust hat. Das heißt, da ist sein Name ihm vorangeeilt. Und das ist wirklich der Grund, warum die Menschen Namen haben. Wer lokal für sich in einer kleinen Gemeinschaft operiert und jeden kennt, der braucht keinen Namen. Ja. Vielleicht gibt man ihm eine Bezeichnung, der Schnelle oder der Flinke oder der Gewiefte oder was weiß ich nicht was. Ja, man versucht ja, ihn zu charakterisieren, aber ein Name ist ein ganz bestimmter Label. Das ist etwas, das trägt man wie auf die Stirn gestempelt mit sich herum oder in Form einer Identitätskarte, also eines Personalausweises. Und wer also einen Namen hat, der ist bekannt. Und wer bekannt ist, der ist haftbar in der Öffentlichkeit. Und der hat dann auch wiederum nur eben Grundrechte. Und das sind die Rechte, die einem zugebilligt werden unter den Regeln von internationalen privaten Versicherungsverträgen, die eigentlich zwischen internationalen Banken und den einzelnen Staaten ausgehandelt werden. So, also nur Sachen haben Namen. Das heißt, alle Prozesse, alle Gerichtsprozesse fangen immer in rem an. In rem. In der Sache oder in Sachen. Das ist ganz typisch für die Admiralität, dieses Wort in rem. Und es gibt nur wirklich da zwei Möglichkeiten, wofür man in der Admiralität angeklagt werden kann. Das ist entweder, man verursacht einem Vessel einen Schaden, also einem Schiff, einem Transportgebilde, oder aber dem Eigentum des Schiffes oder an fremdem Eigentum. Und beides sind kriminelle Handlungen unter Admiralitätsrecht. Und können strafverfolgt werden. Und das führt dann zu sogenannten Sanktionen. Das heißt, es ist eine Penalty. Das ist eine Strafe. Das ist eine Penalty Payment. Eine Penalty under the contract. Also eine Vertragsstrafe. Das heißt, das ist es, was man heute bezahlt, wenn man angeklagt wird, dass man irgendetwas getan hat oder die Treuhand verletzt hat. Das sind Penalties. Und kann man die nicht zahlen, dann wird das Schiff festgehalten mit einem sogenannten Haftbefehl. Da wird das Vessel auf Grund gesetzt. Und wenn dann jemand daherkommt und sagt, damit sind aber meine Grundrechte beschädigt, dann sagt der Richter, nein, sind sie nicht. Warum nicht? Na, weil die Grundrechte ganz genau gewahrt sind. Man versteht nur nicht das Wort Grundrechte. Okay? Ich habe schon alle Rechte. Dadurch, dass ich geboren wurde. Dadurch, dass mein Vater in den Himmeln ist. Deswegen habe ich alle Rechte schon. Da kann es niemanden geben, keine Vereinigung auf dieser Welt, die sagen kann, hier, nein, diese Rechte hast du nicht, du hast diese Rechte nur. Das sind die Grundrechte und die wahren wir. Die können aber jederzeit im Zuge von nationalen Sicherheitsinteressen außer Kraft gesetzt werden. Man muss sich nur mal die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen genau anschauen und dann weiß man, dass das mit dem letzten Satz alles außer Kraft gesetzt wird, wenn man mal genau hinguckt. So, also in Prozesse in der Admiralität starten immer
oder fangen an in rem, in der Sache. Das heißt, es werden eine Sache verklagt, die andere. Und das ist eine tolle Sache, weil man kann auch einen Haftbefehl verklagen. Und in dem Moment, wo man einen Haftbefehl verklagt, ruht er. Da kann nicht mehr exekutiert werden, weil jetzt hier eine Titelstreitigkeit ausgebrochen ist, wer denn hier eine Forderung bezüglich des Haftbefehls wirklich hat. Hört sich das verrückt an? Mag wohl sein, aber es ist eine Sache. Man muss sich genau die Definitionen angucken und da darf man sich nicht abfoppen lassen, indem man sagt, na, also davon haben wir noch gar nichts gehört. Nun, das ist ein Abfoppen, die in der Wirtschaft ganz oben, deren Anwälte, die tun solche Dinge am laufenden Band. Was glauben Sie, warum so wenig Menschen, die irgendwelche Straftaten da oben begehen, wirklich im Gefängnis landen? Weil deren Anwälte diese Tricks kennen. Die besten Anwälte sind in der privaten Wirtschaft. Die kennen diese Tricks. So, wenn jetzt dann in einer Sache, die in rem anfängt, und das tun alle Verfahren in Sachen, dann, und es kommt jemand daher und sagt, hier, ich bin die eine Sache, dann auf einmal ist diese Sache animiert. Auf einmal ist jemand da, der die ganze Energie hat. Jemand, der tatsächlich auftritt. Und dann auf einmal kommen auch andere Akteure mit hinein, also Animateure, muss man sagen, der Richter und so weiter. Auf einmal wird das Ganze recht lebendig. Und dann ändert sich diese Situation, dann wandelt sich das stillschweigend von einem Verfahren in rem in ein Verfahren in personam. Das heißt, jetzt auf einmal geht es hier gegen die Person. Die Person ist jetzt sozusagen animiert und jetzt können wir direkt, jetzt gibt es jemanden, der die Haftung übernimmt. In dem Moment, wo sie im Gericht erscheinen, übernehmen sie die Haftung. Es sei denn, sie tun das unter bestimmten Einschränkungen. Über die sprechen wir in der Zukunft. Aber sie übernehmen die Haftung. Und dann auf einmal kann einer fiktiven Forderung, die sich ja nur auf Fiktionen bezieht, eine substanzielle Komponente zugewiesen werden, nämlich eine Person, hinter der ja auch Energie stecken muss, sonst hat sie keine Legitimität in der Öffentlichkeit. Denken Sie immer dran, ich und das Spiegelbild. Und dann wird das Ganze stillschweigend, ohne dass Ihnen das weiter mitgeteilt wird, in ein Verfahren in personam umgewandelt. So, jetzt sind Sie also erst einmal angenommen als die haftbare Partei vom Richter und vom Staatsanwalt, weil Sie auftreten. Und jetzt muss man natürlich gewisse Dinge tun, die auch in einem Admiralitätsgericht angemessen sind. Und in einem Admiralitätsgericht hat man nicht die Möglichkeit, die Schuld wirklich zu bestreiten. Ich meine, zumindest nicht so, wie sich das jetzt anhört, wie wir das denken. Nein, das schulde ich nicht. Das kann man ganz klar machen, dann, wenn ganz offensichtlich keine Schuld vorliegt. Das heißt, kein Vertrag, ich habe nie etwas überwiesen und der andere kommt daher, verklagt einfach die Person und sagt, hier, der schuldet mir 100.000 Euro und ich weiß von nichts. Dann kann ich hingehen und sagen, ich habe keinen Vertrag mit der Partei, ich weiß gar nicht, woher das herkommt. Aber wenn die einen Vertrag nachweist, nehme ich das natürlich an. Und dann kann man sich aber auch außergerichtlich einigen. Und dann, das ist das richtige Verhalten in einem Admiralitätsgericht. Nicht das maßlose Abstreiten über alle Schranken hinaus und sagen, nee, das schulde ich nicht und so weiter, sondern eben mal sagen, nun, wenn die klagende Partei nachweist, dass da ein Vertrag vorhanden ist, den ich gebrochen habe, dann bin ich auch bereit, na selbstverständlich, das auszugleichen. Aber ich weiß davon, ich weiß von keinem Vertrag. Ich habe auch nie etwas sonst gezahlt oder sonst irgendeine Verbindung mit denen gehabt. Ja, dann wird der Richter sagen, also dann bringen Sie doch mal bitte den Vertrag vor oder irgendwelche Zahlbelege oder Unterschriften vom Beklagten. Und wenn die das nicht können, dann ist das Verfahren null und nichtig. So, kommt jetzt aber der Staat daher, dann hat man dieses Argument nicht. Man hat es nicht. Warum nicht? Na, die Person ist immer im Vertrag mit dem Staat. Die Person ist eine Schöpfung des Staates und das Geschöpfte folgt dem Recht des Schöpfers. So wie wir als lebendige Männer und Frauen dem Recht unseres Schöpfers folgen müssen und sollten.
Und das ist genau das Problem, wenn wir dann daherkommen und uns verteidigen und sagen, das schulde ich nicht oder das ist ungerecht oder und so weiter und so fort. Dann ist die erste Frage, warum sind Sie denn hier, wenn Sie nicht glauben, dass das auf Sie Anwendung findet? Und dann, das ist schon mal eine gute Frage. Aber da sprechen wir genauer drüber, wenn wir über das Verhalten in Gerichten sprechen. Jetzt, im Admiralitätsrecht, das hat natürlich auch eine militärische Komponente. Und da darf man eins nicht vergessen, das ist, dass alles Private früher vom Militär geschützt wurde. Das Militär ist wirklich für den Schutz der privaten Interessen zuständig. Und die Polizei ist für den Schutz der öffentlichen Interessen zuständig. Das ist der Unterschied. Das Militär schützt das Private, die Polizei das Öffentliche. Und als das Militär von den Straßen verschwunden ist, also als es kein Militär mehr gab, um auch die Straßen zu schützen, und es gab eine öffentliche Polizei, die bestimmte Aufgaben hatte, da auf einmal wurde ein Splitting wirklich gemacht. Da wurden die privaten Interessen ausgelagert oder ganz verschoben in den privaten Bereich, in den unbekannten Bereich, und es wurde eine Öffentlichkeit geschaffen, in der die Menschen alle gleichberechtigt miteinander Kommerz machen können. Mehr oder weniger gleichberechtigt, denn das hängt in der Öffentlichkeit davon ab, wie viel öffentliches Skript oder Fiat-Geld jemand hat. Oder zumindest sieht das so aus. Und da kann man sehen, wie die Substanz abgespalten wurde. Und das ging einher natürlich oder hat sich letztendlich vollzogen mit der Trennung von Kirche und Staat. In dem Moment, wo das passiert ist, wo Kirche und Staat sich getrennt haben, fiel sozusagen alle moralischen Obligationen, wurden herausgenommen aus dem Staatswesen und es galt nur noch das Vertragsrecht, nicht mehr das moralische Recht, sondern Vertragsrecht. Alle diese Dinge spielen damit hinein. Und wenn etwas eine militärische Komponente hat oder mit militärischen Charakter, dann ist es natürlich das Admiralitätsrecht. Und der Admiral ist der Höchste der Flotten. Das heißt dessen, was sich auf dem Wasser befindet. Und da kann man mal in verschiedene Gesetze gucken. Ich gebe hier nur ein paar Hinweise. Einen kleinen Moment. Da kann man sich verschiedene Dinge angucken, wie zum Beispiel 18 United States Code. Den Teil 1 und den Teil 2, das ist sehr lang. Aber nichtsdestotrotz sehr interessant. Dann kann man sich angucken, Nummer 27, CFR 72.11, das ist Code of Federal Regulations 72.11, wo zum Beispiel der Begriff kommerzielle Crimes oder kommerzielle Verbrechen definiert ist. Und da steht sowas wie, ich übersetze das jetzt so fließend schnell, alle der folgenden Verbrechenstypen sind kommerzielle Verbrechen. Vergehen gegen die Steuergesetze, Raub, Fälschung, Kidnapping. Da gibt es verschiedene Begriffe für Räuberei, wie Larceny, Robbery, Burglary und so weiter. Der illegale Besitz von tödlichen Waffen, Prostitution und so weiter und so fort. Erpressung, Schwindeln. Und jeder Versuch, solche Dinge zu tun, das ist das Besondere, und jeder Versuch, solche Dinge zu tun, das steht nicht absichtlich oder nicht absichtlich, das war früher so, dass die Mens Rea, also das Verständnis über die Straftat, über das Verbrechen, über das Unrecht, was man hatte, musste vorhanden sein, das ist nicht so in der Admiralität. Das ist auch ganz eindeutig hier definiert. Das ist also 27, Code of Federal Regulations, 72.11. Das sind alles kommerzielle Verbrechen. Okay? Und das ist wirklich alles, wenn man das genau versteht. Denn auch der Versuch, ob man jetzt das wissentlich tut oder nicht, ist auch ein kommerzielles Verbrechen. Und Leute, wenn man in der Öffentlichkeit mit Euro hin und her bezahlt und Überweisungen macht, dann ist das die Grenzwertigkeit der kommerziellen Verbrechen und ist nur deswegen kein kommerzielles Verbrechen, weil die andere Partei mitmacht.
Aber eigentlich ist es ein Vergehen gegen den Staat, wenn man nicht die Konten auf Null setzt. Und das vergeben sie einem. In der Admiralität gibt es da das Bail, den Bailer und den Bailee. Das heißt, das ist sozusagen, wenn man Kaution hinterlegt. Kaution ist etwas, was ganz typisch ist für Admiralitätsrecht. Und wenn wir dann Steuern zahlen oder etwas zahlen auf öffentlicher Seite, dann ist das die Kaution, das ist der Freibrief für die Straftat, die wir eigentlich unwissentlich begangen haben. Das ist jetzt sehr viel heute. Aber man muss das verinnerlichen und ich versuche jetzt, die Aufnahme so schnell wie möglich zur Verfügung zu stellen. Wenn man also unter der Admiralität angeklagt wird, dann hat man nicht die Möglichkeit, auf nicht schuldig zu plädieren. Ich meine, das wird einem weiß gemacht oder das wird einem erzählt, aber wirklich hat man das nicht. Sondern man hat nur die Möglichkeit, sich für schuldig zu befinden. Das heißt, einmal angeklagt unter Admiralitätsrecht bedeutet, man ist schuldig, einfach nur, weil die Anklage stattgefunden hat. Und das ist auch korrekt. Warum? Weil letztendlich hinter der Person, hinter der Sache, ein Gläubiger steckt und das sind wir. Und der Gläubiger hat gesagt, wir zahlen immer. Wir sind da und expandieren Kredit, bis die nationalen Schulden getilgt sind oder die Zinsen darauf. Ja? Aus dem Grund ist man von vornherein immer zahlungsverpflichtig und wenn irgendetwas passiert, wenn von der öffentlichen Seite her eine Forderung kommt, dann müssen wir das annehmen. Das heißt, wir sind schuldig. Okay, so, jetzt hat man aber die Möglichkeit der Mitigierung. Das heißt, das ist dann, wenn der Richter sagt, haben Sie vor der Verurteilung noch etwas zu sagen? Das ist Mitigierung. Warum ist das so streng in der Admiralität? Wenn man das bestreitet, was ein Vorgesetzter sagt, und man kann im Militär, in militärischen Gerichtsbarkeiten, nur von einem Vorgesetzten angeklagt werden. Und man bestreitet das, dann sagt man durch die Blume, der Vorgesetzte lügt. Und das darf man nicht. Das bringt die ganze militärische Ordnung durcheinander, auch wenn er tatsächlich lügt. Ist das gerecht? Das kommt darauf an, wie man das sieht. Rein menschlich gesehen, erst einmal ist es nicht gerecht. Aber wenn ich mich verschreibe ins Militär, dann weiß ich, dann kenne ich diese Regeln. Ich weiß, dass mein Körper dem Militär gehört. Und wenn die meinen Körper anklagen, dann gibt's nur eins, ich muss sagen, schuldig. Und dann hat man die Möglichkeit der Mitigierung. Das heißt, man hat immer die Möglichkeit, das abzumildern. Und am besten ist es, und deswegen, übrigens, deswegen eignet sich die Admiralitätsrechtsform so hervorragend für den Konkurs und für dieses Verhältnis des privaten Gläubigers zum öffentlichen Schuldsystem, den öffentlichen Schuldpersonen, weil der private internationale Mann oder auch Person, kann man hiervon sprechen, wenn man das so will, alle Eingaben unter Eid machen muss. Das heißt, man kann die Dinge einfach so stehen lassen, man kann einfach nur Papiere hin und her schieben und dann entscheidet ein Dritter. Oder aber man sagt, nein, ich mache meine Eingaben unter Eid. Und dann bin ich der aktive Teilnehmer, der das ganze Verfahren sozusagen in das Verhältnis in personam rückt, womit ich dann die Möglichkeit habe, wirklich substanzielle Rechte geltend zu machen. Und das kann in der Admiralität immer nur zwei Dinge sein. Entweder die Annahme der Schuld und der Nachweis unter Eid, dass man sie bereits ausgeglichen hat. Oder aber die bedingte Annahme, wo man sagt, ja, ich nehme das an, wenn die andere Partei nachweist, dass das so ist. Ich habe keine Ahnung, sonst hätte ich das längst ausgeglichen in der Art und Weise. Ja? Und das führt dann dazu, dass wir das nächste Mal anfangen werden, über die Annahme zu sprechen. Also jetzt nicht nur die Annahme für Wert, sondern generell die Annahme. Und das wird uns jetzt eine Weile lang befassen, weil das ein sehr tiefgehendes Thema ist, wo man viele Hintergründe braucht, auch bezüglich spiritueller Fragen, die Menschheit von jeher bewegt hat. Wie sind die beantwortet worden oder wie ist mit denen umgegangen worden in
den verschiedenen Gerichtsbarkeiten, Gesetzen. Das sind Fragen, die muss man klären, damit man nicht denkt, dass die Annahme ein Stück Papier ist, was man einfach irgendwo hinschickt, ohne dass die entsprechende Haltung dahinter ist. Zusammenfassend ist das Admiralitätsrecht das Recht, wo man immer die Möglichkeit einer Heilung hat, wo man aber nicht argumentieren darf über deren Existenz oder wo man die Anschuldigung in dem Sinne bestreiten darf. Jeder Anwalt sagt Ihnen, das müssen wir bestreiten. Nein, wir wollen das Admiralitätsrecht nutzen, um genau zu zeigen, dass wir sozusagen friedfertig sind und im Einklang operieren mit der anderen Partei. Und da sehen Sie dann, wie ein solches Verhalten wirklich naturrechtliche Prinzipien mit hineinbringt. Und genau das ist das Admiralitätsrecht. Es ist substanzielles Recht mit ein paar Besonderheiten. So, ich denke, das reicht heute erst einmal für eine Einführung in das Admiralitätsrecht. Wir fassen da noch viele Schlüsse und werden noch auf viele Dinge zu sprechen kommen, die uns zeigen werden, dass wir es mit Admiralität zu tun haben. Und nicht nur das, sondern wie wir uns auch korrekt in der Admiralität verhalten. Übrigens noch als kleine Beigabe, Petition, der Begriff. Eine Petition ist ein typisches Admiralitätsinstrument. Denn nur über eine Petition kann man einen Höhergestellten sozusagen auffordern, etwas zu ändern. Und da muss man natürlich gute Gründe vorbringen. Petition kommt aus dem Admiralitätsrecht. Petition gab es erst seitdem Admiralitätsrecht sozusagen als eine Rechtsform überhaupt eingeführt wurde. Und die frühesten in Europa, das ist schon im 11. Jahrhundert wirklich passiert. Das ist also ganz erstaunlich. Und seitdem ist der Begriff Petition aufgetaucht. So, das ist es jetzt erst einmal für heute. Und dann würde ich sagen, gehen wir in die Fragen über.